So. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich starte mit ganz rechts außen. Nein, warte. Ich kalkuliere einfach mal White to Move. Calculate Next Move. Ich lasse jetzt einfach effektiv einen Bot gegen den anderen Bot antreten. Falls ihr noch nicht begriffen habt, ich habe hier jetzt gerade erstmal die Schachrunde. Nur Schachfolge. Kalkuliere den nächsten Move. Okay, er will, dass ich den davor bewege. Kalkuliere die nächste Bewegung. Okay, das ist bold. Ich glaube, wenn man zwei KIs gegeneinander antreten lässt, dann gewinnt auch immer die, die es zuerst zieht. 1, 2, 3. Okay. Jetzt verstehe ich aber auch wieder, wie der Bot funktioniert, den ich hier benutze. Oder ich stelle das einfach mit den anderen Folgen wieder zusammen, das kann auch passieren. Was wahrscheinlich ist. Okay, das wird immer merkwürdiger. Okay. Er weicht lieber zurück, anstatt seine... Ach so, ah. Er hätte den anderen Bauern ja nicht schlagen können, weil mein eigener Springer den Bauern deckt. Ich vergesse aber zu der auch, dass man ja auch die Bauern einfach mit anderen Sachen als mit den anderen Bauern decken kann. Ui, jetzt wird's interessant. Wupp. Okay, er hat seinen Soldaten in Leine gebracht. Den rausbooten. Dann hüpft er darüber, kalkuliere den nächsten Move. Rausgebootet. Daraufhin schlägt er ihn. Okay, kalkuliere. Also sehr praktisch, dass man zwei Bildschirme hat. BX auf C4, okay. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich gebe mir aus dem Bild. Okay, mal einen Läufer mit seinem Läufer gefressen. Kalkuliere mir den nächsten Move. Jetzt mach mir das bitte nicht kaputt, du Schweineteil. Kann sein, dass ich mehrere Runden spielen muss. Wenn er mir jetzt nicht schon den geilsten Move überhaupt ausspuckt.
bootet. War klar. Im Prinzip opfere ich hier nur ein Vieh nach dem anderen. Feindlicher König wurde bedroht. Das hat seinen König jetzt eigentlich auch in eine beschissene Lage gebracht. Ich habe das Gefühl, mein Chessbot gewinnt. Auch wenn ich es noch nicht sehen kann. okay. Das funktioniert tatsächlich. Dann hat er die Königin rüber bewegt, um meine Königin zu bedrohen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auf tatsächlich ein Brett vor mir habe, kann ich das besser sehen, als wenn ich das auf dem Computer mache oder mit irgendwelchen Softwares. Okay, wir haben die Queen rausgebootet. Das ist schon mal sehr geil. Tower nach vorne. Er schickt sein Tower nach hinten. Jetzt wird spannend. Er kann den Bauern nicht schlagen. Schmeiß den Hamster an die Wand. Der Bot hat gewonnen. Fick mich. Endlich mehr Platz. Zwei Heftpakete mehr Platz. Und Shoguns Schachcomputer liegt am Boden. Fuck, war das anstrengend. Ich finde das Design von den Figuren sehr cool. Wobei die Tower ein bisschen langweilig aussehen. Ja, Gänsglaskönigin. So, aber immer noch kann ich aus irgendeinem Grund dieses Ding nicht abfeuern. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Vielleicht muss ich auch das bei jedem Heim machen. Ich weiß es nicht. Wir sehen hier ja nichts mehr an Türen. Ne? Das war jetzt wirklich das Letzte, was da noch irgendwie übrig war, was ich machen musste. Vielleicht ist dieser auch nicht wirklich von Relevanz.
Moment, ich will das trotzdem mal, bevor wir jetzt 100 Mal hin und her laufen. Okay, sind das so von allen Zugangskarten, Zugängen, Dingern. Aber das suche ich nicht. Admin, hellblau. Moment, das ist alles Zugangskarten? Ich habe weiß, Medi. Blau, Group 1. Personal 1, Pink. Rot habe ich. Das ist Standard. Engineering ist blau. Das wird die wahrscheinlich sein. Gruppe 1 und Gruppe 3. Admin hellblau eigentlich. Wissenschaft, Science gelb. Im Östen, nie ohne, ja, östlichen großen Raum. Die hätte ich hier gefunden, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Hier die Karte. Aber wie zerstöre ich den Hain? Wie heißen diese Dinger? Safety Interlocks. Es gibt einen Master Interlock, den man wohl auch noch irgendwie irgendwo dingsen muss. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Der wird wahrscheinlich irgendwo in dem Executive-Bereich sein. Und dafür sind wohl diese Wartungsdinger da, dass ich da unten die Platinen ersetze, damit ich die Dinger rauspusten kann. Okay, dann müssen wir das ja mal machen. Das heißt, ich habe hier schon alles richtig gemacht. Noch mal ganz sicher zu gehen, gucke ich hinten in den Raum rein. Aber ich würde eh nicht weiterkommen, wenn ich nicht die Dings habe. Delta Hain soll die Administrationskarte im großen östlichen Raum liegen. Schon.
Hatte nicht einer von denen hier dabei oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, spätestens wenn ich sie brauche, wird mir auffallen, dass sie mir fehlt. Ich will mir aber auch ehrlich gesagt nicht zu sehr auf die Komplettlösungsgeschichten stoßen. Aber na gut, gehen wir zurück. Scheiß auf. Das heißt, ich muss jetzt erstmal in die anderen Groves rein und da die Dinge aktivieren. Wobei hier schreibt einer, die können gar nicht abgesprengt werden. Vielleicht ist das dann halt einfach so. Gewehr nicht in der Leiste drin. So, Alpha. Oh, das ist der Rest der Munition für die Waffe. Danach muss ich auf die andere Munition umstellen. Hey, hab's eigentlich verbraucht, das sag ich mal. Beziehungsweise ich habe ja den hier immer auch mal noch. Tolle Göttin ist das, wenn sie ihren Scheiß nicht mehr sehen kann. Okay, beim Safety Interlock hockt ein Roboter rum. Das war was zu erwarten. Jetzt nervst du. Hatte ich nicht noch andere Munition für das Ding? Ach nein, die hatte ich nicht. Ah ja. Pass auf dann. Ich hatte die Munition im Fahrstuhl gelassen.
hab vergessen, dass es Flieger gibt. Wie toll. Dieses Chess-Ding hat mich so hart abgelenkt. Ja, sie kuscheln so schön. Das ist ein kranker Scheiß. Ah, Safety Interlocks. Ah, hätte ich genauso gut hier runterhüpfen können. Ach, ich muss es irgendwo öffnen. Ja, ich muss so oder so hier runter. Gin-Karaffe. Er ist sich nochmal ordentlich besoffen, bevor er verreckt ist. Halte zum Aufladen gedrückt, loslassen zum Feuern. Oh, Ricochet. Also wir haben den normalen kleinen Schuss, wir haben den abprallenden Schuss und wir haben den aufladenden Schuss mit Wärmetauschern. Das ist nice. Dadurch brauche ich die Kanone nicht mehr so wirklich. Wie sind die Werte? Ich meine, das Ding nimmt noch mehr Platz weg, aber das ist egal. Dann Schaden von 100. Okay, das... Das hier hat ein bisschen mehr...
Okay, auf hoch verbrauchst du ein bisschen mehr Energie, prallt ab, aber hat mehr Schaden. Und bei über habe ich 90%, 200 und verbrauche wahnsinnig viel Energie. Aber ich kann im Prinzip die wieder loswerden hier. Ich meine, bei der ist der niedrige Schuss fast. Nee, ist besser als der bei der da. So, der Panzerungsdurchbruch wäre das nicht so toll. Nice. Dann kann man meine Batterien verbrauchen. So. Upgrade für das Ding wäre natürlich noch schön. Hier scheint noch. Ah, nicht wirklich. Okay. Dann war hier unten noch der Weg und hier waren noch Einkerbungen in den Reihen. Das hier sind noch ein. Ne? Oh, auch die Brandmunition für die Flinte gehen mir langsam aus. Ich habe noch ein paar normale Flechhetten. Im Fall tun die das auch. Mietzitätzchen ist tot. Erstaunlich viele Leute auf dieser Station, finde ich. Und ich habe noch nicht ein Quartier gesehen, glaube ich. Kein Roboter? Hier muss einer sein. Sonst habe ich gerade gehört. Noch mehr Teflon-Munition. Was soll ich mit Teflon-Munition? Ich habe meine Maschinenpistole weggeschmissen, buchstäblich. Ich finde es schön, dass man von hier aus die beiden Hangar-Decks da unten sehen kann, also die beiden Hangars. Okay, hier ist nichts. Halt, da ist was.
Ja, jetzt kann ich eigentlich da rein. Das scheint auch wirklich schon der ganze Biodom gewesen zu sein. Erstmal erst wieder hochkommen. Habe ich auch nirgendwo eine Kamera gesehen? Ich meine, da war immer noch Überwachungsdingens. Aber vielleicht ist die erste Kamera da bei der Schaltung drin.